Hallo und herzlich willkommen bei Retro Camel. Ich bin heute wieder auf die Jagd Ticket und heute habe ich das Spiel Hostel Castle Fantasy Kingdom. Ich werde jetzt mal starten, voll mit rein und Hostel Castle mal schon auf meiner Liste. Habe ich da eine Beschwerde? Nein. Ich schaue jetzt aber nach Beschwerden. Nicht, dass ich noch einen Strike kriege. So, dann fangen wir mal an. Habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Also ich bin da ja eigentlich schon ziemlich weit. Fünf Werbung anschauen. Also einmal am Tag kannst du eine Werbung anschauen. Mache ich jetzt aber nicht. Wie teuer ist der? 1100 habe ich. Ich könnte mir den leisten, aber ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal das Spiel wieder spiele. Also brauche ich erstmal Eisenlager. Eigentlich wollte ich das hier machen. Die Schulung da und hier das Lager. Egal. Machen wir es dahin. 3 Tage dauert das. Okay, dann muss ich jetzt mal kurz gucken. Wie das Ganze nochmal hier alles ging. Ist keine Bonuswoche gerade drin. Ausbilden. Den ersetzen durch. Ah, hier sind 14er. Und den ersetzen durch. Gut, dann zur nächsten Ausbildung. Der wird ersetzt durch den oder den durch den und dann ist jetzt bei der nächsten. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ach, der ist Level 1. Den kann ich auch nicht. Habe ich da oben drauf geachtet nach dem Level? Hätte hier aber drüber. Gut. So, dann nochmal rein. Ach, Mensch. Level 1 geht nicht für 21. Jetzt habe ich ja mal die Zahl hintergeschrieben.
ich erinnere mich wieder. Level 2. Der geht rein. Level 2. Der geht rein. Machen ausziehen. Schön, das auch öffnen. Nahrung habe ich genug. Hier habe ich noch eine Truhe. Da. Abbrechen. Ja. Hey, hey, hey. So, weiter geht's hiermit. Keine Truhen auspacken, nein. Falls mich nämlich einer angreift, hätte ich noch Geld in den Truhen. Und wenn ich die jetzt alle aufmache und mich einer angreift und ich verlieren werde, kriege ich ja ein bisschen Geld. Nicht alles, nur ein bisschen. Auf eine bestimmte Prozentsatz verliert man von dem Geld, was man hat. So, hier waren wir. Bei denen. Schau mal, wo jetzt wer hier reinkommt. Okay. Und auch Spaß. Brennt es in der Küche gerade oder? Ach, ein Geist. Geist in der Schatzkammer. Nicht Schatzkammer. Wie heißt das? Doch, Schatzkammer. Gut, dann machen wir weiter. Hier wechseln wir nochmal die Leute zum Ausbilden. Eins, den kann ich gebrauchen. Sind alle sehr gut gelaunt, das finde ich sehr gut. Und jetzt geht's hier rein. 60. Hab nur 270er, leider. Der ist bestimmt auch 40. Und sind die hier bestimmt 60 oder 55 beide, weil die sind hier gerade in der Ausbildung. Dann noch die Helga nehmen.
keiner verletzt. Ich kann keine Babys machen, sag ich jetzt mal, aber ich habe schon 40 Monate. Dann kommt jetzt das Ausrüsten. Kann man das hier jetzt anwählen? Ja. Ich bin in der Küche. Küche, Küche, Küche. Drei Leute. Das geht hier eigentlich auch relativ schnell. Auch nehmen. Immer besser. Okay, hier geht es nicht mehr weiter. Sind ab 20. Ich habe ja jetzt gerade einfach welche von oben genommen. Bei oben sind meistens die besseren. Ist allerdings nicht immer richtig. Das ist dann erst noch einer. Nicht richtig nach dem Besten sortiert. Zwei Zeiten darunter an. Da musst du gucken. Okay. Jetzt würde ich 3500 produzieren. Essen die Stunde. Oder war es der Tag? Ich glaube, das war die Stunde. Ja. 3594. Oh. Ja, der war auch besser. Oh, 3636. 50 mehr, wie ich einfach so ausgerüstet hatte.
Gut, dann haben wir den fertig. Hier sind noch zwei neue Leute drin. Dann werden wir die auch nochmal. Hier und da. Geld ist ganz unten, habe ich gerade gesehen. Ach, ganz unten. Gut, und los geht's. Ich kann das mal so machen. Kann man schauen für sich. Wenn das sie machen möchte, kann man natürlich auch irgendwas anziehen, damit man irgendwas produziert. Aber ich probiere schon eigentlich immer das Optimale herauszukriegen mit den Sachen, die ich habe. Und vor allem Geld ist sehr wichtig. Nahrung ist, finde ich zwar jetzt nicht ganz so wichtig, ist im Kämpfen immer wichtig, aber Geld brauchst du eigentlich hier bei dem Spiel immer und sehr viel. Am Anfang habe ich mir gedacht, oh, Geld habe ich so viel, war immer fast voll gewesen, mein Tresor. Ups. Aber jetzt, wenn man ein bisschen höher ist im Level, da brauchst du wirklich sehr, sehr viel Geld. Also ich meinte jetzt das Spielgeld hier nicht, richtige Geld. Ah, schon wieder. 2064. So, das Essen. Ah, das letzte kann ich nicht nehmen. Gut. 2100. Dann schauen wir mal bei der hier. Dann war einmal den hier. Das war das gleiche. Die Schatzkammer. Das kommt aus dem Labor. War doch Labor. Walnerbrunnen. Das war Labor dann, ne? Ja. Und gucken wir. Zwei Leute wieder.
Gut. Dann kann man einschalten. Labor ist ziemlich weit oben. Holzfäller. Hier ist ein Labor. Bauen wir mit einem wieder ein bisschen weiter unten an. Oh, ist aber viel. Ja, Labor ist ganz gut, wenn man halt die. Beim Angriff hat man immer so Fähigkeiten und die musst du mit dem Labor herstellen. Und dafür brauchst du halt. Wieder falsch. Und dafür brauchst du halt das Labor. Also Labor ist wichtig für den Kampf. Schon wieder. Wo bin ich? 1600 schon. Der war gut. Der ist gut. Und der ist besser. Schlechter bis auf Anzug. 2277. In den Labor sind nur 5 drin. Na dann. Dann machen wir es mal so hier. Den kann ich gar nicht. Oh. Der ist gar nicht so stark wie der andere. Der ist 30. War doch das, oder? Und der ist nur 20. Ich glaube, das Buch noch. Ja. Fangen wir hier an. Bin jetzt bei 1700. Gut. Nur 1800. Sprechblasen wieder alle einsammeln. Das ist die Laune von den Bewohnern. Das wird gerade sehr gut. Und hier ein neuer Traum.
Bestseller, das sind wir schon. Da habe ich auch nicht ganz so viel. Das geht jetzt ein bisschen schneller. Ich könnte auch die ganzen Sachen, die da weit unten sind, zerstören. Aber da warte ich immer bis zu dem einen Event. Das kommt, glaube ich, alle 2 Monate war das. Wer dann die Sachen zerstörst. Oder der sagt dann, zerstöre Sachen von denen und denen, zerstöre Sachen von denen und denen. Meistens immer 10 Stück. Und wenn du das machst, dann kriegst du da Punkte. Punkte und Geld. Und natürlich die Sachen, die du angezogen hast. Und natürlich das von den Sachen, was du angezogen hast. Gut, den einen haben wir ausgerüstet. Das ist für Eisen. Da ist ja noch gar nichts. Da, welches Level hat die denn? 14. Gut, also ich kann nur Holz und Gold weiter produzieren, sage ich jetzt mal. Der Rest ist voll. Da wollen wir mal schauen, ob ich hier einen, hätte doch hier eine Forschung gehabt. Ah, die sind schon alle voll ausgeforscht. Da kann ich doch die später bauen. Ja. Und dann habe ich auch alles gebaut, was man bauen kann. Cool. Da, 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 da. Das sind halt die Sachen, die du für den Kampf benutzen kannst. Die kann ich hier produzieren. Den benutze ich eigentlich gar nicht, weil das ist der Feuerball auf einen und das ist der Feuerball auf alle, deswegen benutze ich immer die. Genauso wie später kommt hier die Heilung für alle. War doch der, oder? Ja, genau. Die Heilung für alle und da ist die Heilung für einen. Dann werde ich auch später nur noch den produzieren. Mit denen weiß ich nicht. 4 Sekunden auf einen. Gut, auf jeden Fall muss ich jetzt was noch produzieren. Den habe ich. Die finde ich mal ganz nice.
Heilung. Davon habe ich meistens zwei, davon zwei und von denen hier zwei. Bisschen Rüstung, eine Heilung auf einen und den Gegner einfrieren. Einen Gegenstand noch fertig. Einfach den mal ein Schwert mit Grau, das wird in grün. Ich habe bei meinen Leuten, glaube ich, so nichts Grünes mehr an. Gut, dann. Noch hier, klar, zwei Gegner. Zwei Stunden Zeit habe ich noch für die, nee, mein Premium-Account-Geschenk gekriegt. Für ein paar Stunden. Weil ich so lange wahrscheinlich nicht mehr online war. Sperren wir mal aus. Ach, das ist ja ein Spieler. Warte, nein. Zurück. Ich möchte ja keinen Spieler angreifen, ich möchte die Invasion. Stimmt, Invasion war anders. Es sind nur Spieler. Ich schau mal kurz in die Tagesquest rein, was ich machen müsste. Werbung angucken. Das ist halt Werbung angucken. Und Werbung angucken. Da muss man 6 Werbungen am Tag angucken, um diese Quest hier fertig zu machen. Edelsteinbruch. Edelsteinbruch. Dann machen wir den Edelsteinbruch. Müssen wir jetzt noch mehr Leute raussuchen, aber ich habe nur diese 6 Leute, waren noch 6, oder? Abbrechen. 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe nur diese 6 Leute. Könnt jetzt noch andere Leute ausbilden, bis zu 12 hast, glaube ich. 1, 3, 5, 6, 7, ja. Okay, steht auch hier. In Kampf, in Kampf. Weil irgendwie meine beste Rüstung bei den Magiern nicht. Deswegen habe ich nur Magier. Ja, schon fast da. Kommt der Schwarze da.
Also ich finde das auch nicht so gut. Ah, nee, 22 Sterne. Ich glaube nicht, dass ich sterbe. Dafür ist haben ja. Was ist das schon shit noch gewesen? Hier bin ich ins Dauern. Aber ich habe ihn wieder belebt. Ein Magier ist bei mir down. Ich könnte jetzt einen Söldner anfordern. Es sind nur noch zwei Runden, deswegen muss ich machen. Steppen. Steppen. Verteidigung, Tank. Oder Angriff, Bogenschütze. Ja, mit den Schwachen. Das sind nur ein Diamanten. Schon schwer, Diamanten nochmal zu kriegen. Video anschauen, dann werden meine Leute wiederbelebt. Der Gegner hat noch 1, 2, 3, 4 Stück. Danach kommt auch noch einer. Ach, ich breche ab. Weiß nicht. Egal. Also nicht geschafft. Eine Tagesquest war fertig. Die Truhe kann ich öffnen. Schön. Arena. Arena ist hier. Noch am Suchen. Drei Leute nur, vier? Wenn er bei einer Minute noch nicht drin ist, dann breche ich die so ab. Dann wird es mir so lange dauern. Okay, abbrechen. Jawohl. Gut, dann haben wir die Quest so mal. Nicht fertiggestellt. Das war Arena. Zeichnungsabsicht, indem du einem Freund Ressourcen schenkst. Ich habe keinen Freund hier bei dem Spiel. Ich sitze da eine Truppe an. Das geht nur, wenn ich mit der Gilde in der Schlacht oder mit meinem Clan in Schlacht in der Schlacht gehe. Besiege die Bestie in Viertel. Die Bestien in Viertel. Wo ist das? Verlies?
Das habe ich noch nie gespielt. Ach, das spiele ich mit anderen Leuten zusammen. Ja. Deswegen habe ich das auch noch nicht gespielt. Weil es gibt Leute, die nehmen dran teil und dann gehen sie einfach offline. Und dann sitzt du da und sitzt und kommst nicht mehr weiter. Na gut, ich denke mal, das war's für heute. War ja auch schon lang genug. Aber was steht da trotzdem noch? Google. Im Verlies. Ah, PvP. 5 PvP-Spiele ist noch. Das kann man machen. Invasion. Ist keine Nahe für die Invasion. Deswegen machen wir schnell mal die PvP-Runde. Dann sind wir wieder bei Simon. Wie vorhin. Greifen ihn mal an. Dann nehmen wir den nächsten. Wie stark ist der? 3 Wachen. Warum sind die so schwach? Da liegt er. Ich denke mal, ich wurde so oft angegriffen, dass ich in den Ranking richtig weit runtergerutscht bin und dass ich jetzt wieder die ganzen schwachen Gegner habe. Problem ist, damals war ich schon mit den Ranking so weit unten, dass er bei mir nie angezeigt worden ist. Das war, glaube ich, hier. Ranking, ja, genau. Top-Spieler. Gibt's hier noch die Clans? Ich habe ja meinen eigenen Clan. Batak den German Clan. Auch unter 100. Freunde. Oh, ich habe ja noch Freunde. Bacon. Chinese, oder? PvP machen. Boah, der ist auch schwach. Weil ich habe fast 700er Stärke und der hier 300. Nicht mal. Zack. Zack. Oh ja, cool, kommt, sind alle tot. Das ist mein legendärer Stab, Zauberstab. Der beschwört ein Dinosaurier, also wie den, wie heißt der Raptosaurus, keine Ahnung. Oh, der ist stark, den kriege ich nicht. Über den 400er. Und der Raptosaurus macht halt richtig heftig Schaden. Es waren noch 2 Kämpfe, glaube ich. Oh, 5 hat er, ist schon ein bisschen schwieriger. 400. Der nächste hat man den. Jawohl.
und Belohnung abholen. Das war's. Gut, ich würde mal sagen, das war's für heute. Beende das Spiel und sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.